Hallo meine Lieben, willkommen zum heutigen neuen Video hier auf meinem Channel Dani Whalen. Heute gucken wir uns mal wieder eine originale Bravo aus den 50er Jahren an. Genau gesagt aus dem Jahr 1958. Und ja, ich hoffe, dass wir einige interessante Sachen hier in dieser Zeitschrift finden werden. Ich habe sie mir noch nicht vorab genau durchgelesen, nur mal so kurz durchgeblättert, weil ich halt nicht widerstehen konnte, als sie angekommen ist. Ja, wenn euch das Video gefällt, vergesst bitte nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, in die Kommentare zu schreiben, was euer Highlight aus dieser Bravo ist. Und wenn ihr neu hier seid, natürlich auch bitte ein Abo da lassen. Wir haben hier vorne drauf einmal Conny und Peter, also Peter Kraus und Conny Frobös, die ja zusammen sämtliche Filme auch gemacht haben. Und auf der Rückseite den Herrn Reider Müller. Und dann schlagen wir doch diese Zeitschrift einmal auf. Und haben hier erstmal meine Mutti Katharina einen Beitrag über Katharina Valente, müsste das sein. Ja, es ist Katharina Valente in einem äußerst schicken Mantel, muss man dazu sagen, mit ihrem Baby. Auf der zweiten Seite haben wir dann gleich jemanden, der uns allen geläufig ist, nämlich die gute alte Audrey Hepburn, und zwar als Nonne. Ich weiß gar nicht, welcher Film das ist. Ah, die Geschichte einer Nonne. Hätte ich auch drauf kommen können, eigentlich, oder? oh ja, und nach den Impressionen über Audrey Hepburns Nonnen-Movie, in dem sie, wie hier schön steht, glücklich aufopfern, selbstlos entschlossen auftritt, unentschlossen auftritt, gibt es mal wieder Steffis Tagebuch. Die gute Steffi war anscheinend eine junge Dame aus Wien, Postamt Wien 49, Postfach 49. Ich wüsste so gerne, wer das war. Wirklich, mich würde das so interessieren. Sie schreibt wieder über Dinge. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, war es, aber es ist auf jeden Fall aus dem Oktober, der 7. bis 13. Oktober. Und hier beantwortet sie auch mal Fragen von Lesern tatsächlich. Zum Beispiel die Eleonore H. aus Wien, 18 Jahre alt, fragt, hat eine Nachricht geschrieben und die Steffi antwortet: Du fragst, liebe Eleonore, ob mein Tagebuch für meinen Vater nicht sehr peinlich ist. In einer anderen Zeitschrift, glaube ich, hatte sie auch einen Jungen geküsst oder so, keine Ahnung. Und du meinst, dass es doch viele Personen erkennen müssen. Es ist viel einfacher, als du und viele Bravo-Leser glauben. Was ich schreibe, stimmt ziemlich genau, aber die äußeren Dinge ändert Bravo so, dass sie niemandem peinlich sind. Es gibt zum Beispiel in Wien keinen Mordprozess Möll. Es gibt aber einen anderen Prozess, in den Alexanders Vater verwickelt ist. Was unsere Gefühle und Schwierigkeiten anlangt, kommt es auf dasselbe hinaus. So ist es mit allem. Ich hoffe, du verstehst mich jetzt. Es werden also Namen geändert und so, damit das nicht offensichtlich ist, um wen es geht. So habe ich das jetzt verstanden. Und noch mehrere andere Fragen, irgendwie von Friedel A. aus Braunschweig, irgendwas. Aber steht nicht da, was sie geschickt bekommen hat. Auf der nächsten Seite dann vermutlich auch wieder ein Film, so wie es für mich aussieht, über ein Fräulein Doktor, Frau Dr. Koch. Marianne Koch hat Medizin studiert. Dann kam der Film dazwischen. Ja, irgendwie sowas. Rudolf Vogel ist auch in dem Film mit dabei. Den Herren kennt man ja auch aus sämtlichen anderen Filmen. Dann kommen wir wieder zu Stars von heute. Und auch dieses Gesicht kommt mir nicht bekannt vor. Der Name auch nicht. Jariklia Baxevanos? Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich weiß nicht, ob euch dieses Gesicht vielleicht bekannt vorkommt. Aber die junge Dame ist eben hier aufgeführt als ein Star von heute. Ein Stück vom Himmel war einer der Filme, in dem sie mitgespielt hat. Von allen geliebt. Die unentschuldigte Stunde. Und sie wird beschrieben als kleines Biest mit Herz. Sehr liebreizend auf jeden Fall. Dickie Dick Dickens ist wahrscheinlich mal wieder einer von diesen Bravo-Romanen. Hier haben wir ein großes Bild von Clark Gable mit Wunde im Gesicht. Oder ist es Schmutz? Ich bin mir nicht sicher. Das zieht sich dann wieder, wie immer, in den Bravos über mehrere Seiten. Die Bravo-Romane waren eben Geschichten, die sich über mehrere Zeitschriften hingezogen haben, damit man eben mehrere am Stück kauft. Das ist ganz intelligent gemacht. Und danach geht es dann hier weiter. Wir haben die Bravo-Sterne und ich schaue immer gerne nach meinem Sternzeichen, nach dem Steinbock. Was macht der Steinbock so im November 58? Sie brauchen nicht gleich in Ohnmacht zu fallen. Der Schreck in der Morgenstunde wird sich bald als völlig harmlos entpuppen. Es wird dann sogar eine freudige Überraschung geben und Sie werden erleichtert aufatmen können. Vergessen Sie Ihre Briefschulden nicht. Glückstag war der 6.11.1958. It's been a while.
Hier haben wir dann Romy, nichts gegen meine Fans. In Bravo 40 fragten wir, hat Romy ihre Fans beleidigt und zitierten eine Meldung, die in einer Filmfachzeitschrift erschienen war. Laut dieser Meldung soll Romy nach einer Filmpremiere im Rheinland angesichts ihrer Fans, die sie um Autogramme bestürmten, wegwerfend gesagt haben, oh, diese Görn. Nun, Bravo konnte die Meldung nicht recht glauben und unser Artikel schloss, weil über Romy vielerlei Gerüchte im Umlauf sind, glauben wir an ein Missverständnis. Die Romy-Fans warten darauf, dass ihr Star das Missverständnis klärt. Bravo freut es, dass Romy in einem Brief an uns die verdunkelte Angelegenheit ins rechte Licht gerückt hat. Romy beteuerte in diesem Schreiben, dass diese Worte nie gefallen sind. Wir und ihre Fans glauben ihr gerne. Die Fans sehen auch ein, es ist sicher nicht immer leicht, den Anforderungen, die an einen Star gestellt werden, gewachsen zu sein. Aber Romy ist ja noch jung. Ich kann ihre Schrift leider nicht lesen, aber daneben steht im Fall mit diese Zeilen, schrieb Romy an Bravo. Ich kann es nicht lesen. Gesagt kann ich lesen. Ah doch, wenn ich dumme Göhren gesagt hätte, dann wäre ich selber eine. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Und dann ihre Unterschrift. Very cute. Hier haben wir noch Conny und Peter, wie eben auch hier vorne drauf. Mal wieder eine Werbung von Poschi Moden aus München, aus der Kaufinger Straße 11. Alles sehr schwinglich. Schöne Bluse. Oh, jugendliches Blüschen aus weißem Rips. Dem der rechte Einsatz aus Schweizer Spachtelspitze festliche Eleganz gibt. Es wird im Rücken geschlossen. 13 D-Mark 90 Pfennig. Gut, dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Hier geht's weiter zu Fernsehen mit Bravo. Hier wird mal kurz beworben, dass Elisabeth Müller, wer auch immer Elisabeth Müller ist, am 2.11. im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Oder war. Und dann haben wir hier wieder im November eben das Fernsehen. Was läuft denn hier so Schönes? Dienstag, 4. November, 17.30 Uhr, Tanztee. Ursula und Herbert Heinrizi zeigen den langsamen Walzer. Die Meisterschule für Mode Hamburg bringt eine kleine Wintermodenschau. Es spielt die Kapelle Viktor Reschke. Warum gibt es sowas heute eigentlich nicht mehr? Ich würde mir sowas anschauen. Ich finde das voll schön tatsächlich. Auch hier geht es noch weiter auf der folgenden Seite mit dem Fernsehen für Donnerstag, Freitag und Samstag bzw. Sonnabend. Und dann sind ein paar Gesichter noch zu sehen aus dem Fernsehen. Und auf der darauffolgenden Seite ist dann ebenfalls noch eine Werbung für einen Film zu sehen. Und dann ein Artikel über Brigitte Bardot mit der Überschrift Das kleine Biest heißt Brigitte. Und hier geht es eben auch um einen Film und diese Beine, Jesus, wow, 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 wow. Dann kommen wir zur nächsten Doppelseite mit den Schlagern von morgen, Jazz im Radio, Leandros mit Welterfolg, Harry Belafonte türmt mit Brigitte Bardot in einem Film anscheinend, ja. Der große Superstar-Starfilm Salambo verspricht eine heiße Geschichte zu werden. Brigitte Bardot und Harry Belafonte spielen darin ein Liebespaar, das bei der Belagerung von Karthago durch die Römer in die weiten Wüsten Nordafrikas wegläuft halt. Die Bravo Music Box haben wir auch wieder da mit den Schlagerfavoriten. Freddie Quinn mit einer neuen Nummer 1 und dicht auf den Fersen, aber natürlich mit Hula Liebe Peter Kraus. Guter, guter Junge. Dieses Gesicht kennen wir, glaube ich, inzwischen alle von den vergangenen Bravos. Nämlich ist es mal wieder die gute Waldtraut Schirmer mit ihrem Beauty. Was ist denn das? In München, die Plumkiss-Kosmetikerin, die einem für alles irgendwas geben kann. Also diese komplette Seite hier ist nur das Angebot an irgendwelchen Mitteln gegen, für und gegen alles. Von unreiner Haut über Tränensäcke, über irgendwelche Make-up-Sachen wie Konturstifte für strahlende Augen, Lippentücher, Nägel für blonde Haare, exotische Parfums, Schildkröten, Öl, Seife. Alles hat sie, die Frau. Und dann haben wir hier noch eine Seite, Hollywood Klatsch. Das ist mir neu, das habe ich noch nie gesehen. Daneben sind ganz niedliche kleine Gesichter von Bing Crosby, Marlene Dietrich, Clark Gable, Audrey Hepburn.
Und Bert, wer ist Bert? Bert? Bert sagt mir gar nichts. Bei Wayne, der Bart ist ab. Schlafanzüge im Dutzend billiger. Ruhelose Teenager, ob die Teenager wohl mehr ruhelos als wundervoll sind? Nach einer tiefschürfenden Konferenz über diese Frage haben sich die Bosse der UI-Film scheinbar für ruhelos geeinigt, denn sie änderten den Titel des Keutner-Film Die wundervollen Jahre zu Die rastlosen Jahre. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, auch darüber habe ich schon mal gesprochen. Aber ich hatte noch nie eine solche Doppelseite zu präsentieren, in der so groß Peter Kraus in seinem Pullover Call, nennt man das, ein Lied, ein Call, ein Welterfolg, fast ein Roman. Es geht um diesen Pullover, der für 66,60 D-Mark verkauft werden kann. Und ich weiß auch nicht, was diese Frauengesichter rum und ihm, also um ihn herum sollen. Das ist mir ein Rätsel. Aber ja. Süß. Hier ist wieder mal eine Werbung für einen Film, nämlich für Der Pauker, dem neuen Heinz-Rühmann-Film, nacherzählt von Michael Haller nach dem Drehbuch von Kurt Vlatov. Alles klar. Geht auch auf der anderen Seite noch damit weiter. Fortsetzung folgt. Das ist wohl auch eine Art Roman, sieht so aus. Oh, hier ist eine sehr schöne Werbung für Leute mit ganz großem zum kleinen Ego. Ist Ihre Kollegin wirklich hübscher? Es ist so leicht, schöner zu werden. Ratgeber für Charme und Schönheit. 48 Seiten, reich illustriert und farbig. Voller Tipps für alle, die etwas für ihr Aussehen und Glück tun wollen. Sie erhalten ihn gratis, wenn sie ein Postkärtchen schreiben an. Wenn ich da ein Postkärtchen hinschreibe und das Ding bekomme, das wäre cool. Und dann haben wir noch Bravo Schönheitstipps. Nämlich, wenn man in den Ferien sich nicht nur gut erholt, sondern auch ein paar Pfunde angesetzt hat. Eine Kurzdiät. Ich glaube, es gab es in einer anderen Zeitschrift auch schon mal. Ich müsste mal vergleichen, ob das die gleiche Diät ist. Hier haben wir Sophia Loren. Vermutlich in einem neuen Film. Jene Art von Frauen. Sie hat schon echt so ein krasses Signature-Face, ne? Sie ist schon ein Hingucker. Und dann geht es auch gleich weiter auf der Seite daneben mit Elvis Presley wird Deutscher. Und so viel zu, wie nennt man das heute? Ich weiß den Ausdruck leider nicht mehr, den man heute benutzt. Wenn jemand zum Beispiel auf YouTube irgendeine krasse Überschrift nimmt so und dann passiert nichts. Aber auch hier ist es so, dass es vor allem dann darum geht, ja, dass er halt in Deutschland jetzt ist und es ist hier zum Beispiel nämlich angezeichnet 1, 2, 3 und 4. Kiss heißt auf Deutsch Kuss. Sehr einfach. Elvis konnte es auch sofort und führte dem Bravo-Reporter das am ersten Tag erlernte in Zeitlupentempo vor. Das blonde Mädchen spielte gekonnt mit Tempo 1, zärtlicher Blick aus sehnsüchtigen Pupillen, weil sie ihn sehr anschmachtet auf dem Bild. Tempo 2, nimm das Mädchen in die Hand. In die Hand? Achso, er hält ihren Kopf so mit der Hand. Das, also so neben, so diese kleiner. Er macht so. drittens, Tempo 3, I like Elvis, flüstert sie ihm wohl ins Ohr. Oder sie, weiß ich nicht, was sie da macht. Tempo 4, auf los, geht's los. Was den Kiss betrifft, kann Elvis schon Deutsch. Aha, sie geben sich so einen Smooch. Auch ganz schön gewagt, so ein Smooch. Damals so ein junges Mädel, in der Zeitung dann auch noch. Meine Lieben, das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo. Und dann sehen wir uns ganz bald zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.